Wenn mich da irgendwann was anspringt, ne? Ich sag mal, es ist sauber. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, ich habe Holz gefunden. Endlich habe ich Holz gefunden. Ah, hallo Yid. Endlich habe ich Holz gefunden. Sehr, sehr gut. Das ist sogar eine Axt. Ich würde mich mehr freuen, wenn ich irgendwas hätte, mit dem ich mich wehren könnte. Gut, dann kann ich jetzt zurückgehen in den Raum. Um eventuell Feuer zu machen. Ich höre was. Ah, okay. Stimmt, die Karte habe ich ganz vergessen. Stoffwerk wechseln kann ich ja noch nicht. Das ist ein durchgestrichener Raum. Das heißt, da habe ich keinen Schlüssel. Da hinten. Ich habe gerade ein Kind weinen hören. Hier? Ja, na, ich muss hier durch und dann da rein. Aber von wo hat das Kind geweint? Wir machen mal Feuer hier. Einmal Holz. Und einmal Streichhölzer. Es fehlt mir jetzt wieder. Fehlt mir noch was? Hier, soll ich das nehmen? Die Papiere. Wieso brennt das Holz? Ist das trocken? Oh, jetzt muss ich wieder was finden. Und das alles für einen Kamin, ja? Könnte ich hier nicht so ein paar trockene Blätter abzupfen? Was brauchen wir denn jetzt? Warte mal, wir haben jetzt das Holz, wir haben das Feuerzeug. Gott, wo war denn der Raum? Ist das... Ne, das ist ja die Treppe. Ist denn dieser Engel, das ist da hinten in der Küche gewesen, ne? Ich muss wieder zurück zur Küche. Wobei, das macht ja auch keinen Sinn. Wo kriege ich denn jetzt? In der Garage konnte ich nichts mitnehmen. Was ist da? Warum habe ich jetzt im Esszimmer so ein Warum ist jetzt hier so ein Ding? Warum ist das da jetzt durchgestrichen? Was hat das zu bedeuten? Ach so, alles klar. Ach so, das ist dann der Tisch. Okay, gut. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Wo war ich denn noch nicht gewesen? Da hinten? Da kam ich ja nicht rein, das ist abgeschlossen. Ja, genau. In der Küche habe ich gerade noch nichts zum Aufwischen und im Wohnzimmer kann ich den Kamin noch nicht entfachen. Raus komme ich nicht in den Hinterhof. Im Esszimmer zeigt es mir rechts an.
Aber da habe ich nichts gesehen. Achso, weil abgeschlossen ist. Genau, das ist ja. Tja, wo ist denn hier noch was? Also entweder gehe ich jetzt nochmal zur Garage oder ich gehe zur Küche. In den einen Nebenraum. Ich glaube, ich mache das mal zuerst. Weil ich jetzt nicht wirklich glaube, dass da irgendwo ein Benzinkanister steht, aber... Gut. Muss ich hier wieder lauschen? Nee. So, Küche war hier hinten. Hier durch. Oh, was ist das hier? Ja. Hat es mir noch gerade irgendwas angezeigt? Oder nicht? Nö. So, hier habe ich gerade eben die Kinderstimme gehört. Ich brauche irgendwas. Hier war nichts weiter, ne? Oh mein Gott, Jesus, was? Puta, that damn door. Oh, mein Herz. Was zum Teufel? Jetzt will ich da nicht mehr rausgehen. Gott, hab ich mich erschrocken. WTF. Was war das denn? Ich bin richtig hochgesprungen. Nein, ich will nicht raus. Ich guck lieber. Ich höre lieber zweimal. Aber da ist nichts, glaube ich. Boah, mein Herz. Ach, Karte, kannst du mir irgendwas sagen? Ich meine, da hinten ist abgeschlossen. Aber dafür geht der Schlüssel nicht, ne? Oder was hat das Ding da zu bedeuten? Ich kann aber da hingehen. Jesus, knallt einfach eine Tür hinter mir zu. Ey. Ich bin so schreckhaft, ne? Warte mal, woraus war das jetzt so? Jetzt müsste ich nach rechts und dann eine Treppe dann wieder rechts. Das Ding ist halt immer noch das Gemälde oben neben der Treppe. Creepiges Haus, ey. Jetzt sagt sie mir nichts weiter, ne? Der Vogel ihre Seele gegessen hat. Nice. Waren wir jetzt hier? Achso, ja, die Garage. Aber hier war auch nichts weiter. Ne? Hier wollte ich sowieso noch mal gucken gehen. Bin immer noch erschrocken darüber, dass unser Hund getötet worden ist. Hier war ja nichts weiter, ne? Lochstange, paar Hämmer, keine Flotten. Ich muss doch irgendwie diese blöde Kiste auch bekommen. Nope. Das kann ich nicht benutzen. Das kann ich auch nicht weiter.
Was sehe ich hier irgendwas? Nee, oder? Ist da nichts weiter? Tja, keine Ahnung. Nach unten schauen? Was in der Garage? Oder unter den Teppich? Moment, ich kann mich nicht drehen. Da ist irgendwas. Da ist halt überschnell jetzt gerade lang gelaufen. Ich glaube, unter dem Teppich im Flur könnte eventuell was sein. Aber irgendwas läuft da oben rum. Die Lampe bewegt sich auch immer. Also hier unten. Hier ist aber nichts. Also wenn ich auf den Boden gucke, also auch mit dem Teppich, den kann ich leider nicht verschieben. Hier ist nichts. Ich bin verwirrt. Mal eben hören. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Welche untere Tür? Ich weiß nicht, was du von mir willst gerade. Den Keller nicht leihen. Schon mit 40. Was ist das Gerümpel? Ich kann nur alles nochmal abgeben. Abgehen. Scheiße. Das sind die Weine. Schade eigentlich. Ist hier noch irgendwas? Die Musik ist hier unten so heftig, ne? Vasen habe ich schon angeschaut. Was ist das hier? Yes.
Ich steck gerade so ein bisschen fest. What the fuck? Warum macht die Heizung sowas? Ach so, ja. Warum macht die Heizung sowas? Ich finde das nicht normal. Ich fühle mich in diesem Raum nicht wohl. In den Raum. Boah, ist das qualmig hier. Ist das so qualmig? Ich höre die ganze Zeit irgendein Feuer, ne? War das hier? Ich will mal kurz überlegen. Nee, gar nicht. Das war nicht hier. Das war auf der anderen Seite. So, da komme ich ja nicht. Ach doch, ich habe einen Schlüssel. Ajo. Ein Schlüssel. Ich weiß gar nicht, den habe. Gut, dann. Oh, da ist jetzt aber diese Dingstür, ne? Keine Tür mehr da. Die ist weg. Die Tür. Nix. Oh, das sind Dings hier. Schraubenschlüssel. Sehr schön, sehr schön. Ich könnte das dann rein theoretisch da drauf machen. Eine Sicherung, yay. Okay, sehr cool. Die Tür ist verschwunden, WTF. So, ganzer Raum riecht nach Tabak. Was ist da oben? Hier haben wir eine Notiz, oder was? Notizen von Julia und Saul. Bekritzeltes Stück Papier aus dem Raucherzimmer. Okay. Lesen. Julia. Ich habe gestern eine andere Tür gesehen. Als ich im Esszimmer vorbeiging, hörte ich plötzlich die Musik aus Papas Spieluhr. Als ich hineinging, sah ich die Tür. Ich bin losgelaufen, um es Mami zu sagen. Aber als wir zurückkamen, war sie weg. Sie hat mich geschimpft, weil ich mir angeblich Dinge ausgedacht habe. Das ist nicht fair. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hier war eine alte Tür, die anders war als alle anderen. Es steckte sogar ein Schlüssel im Schlüsselloch. Wenn ich sie noch einmal sehe, gehe ich rein, dass die Tür offen, dann wird Mami mir glauben. Saul, ich habe die seltsame Tür gesehen, von der Julia geredet hat, die vorher nicht da war. Wir haben die Tür auch gesehen. Und hier ein Herzklopfen. Habe ich schon geguckt, ne? Ja. War jetzt hier noch irgendwas? Jetzt haben wir eine Sicherung. Theoretisch müssen wir jetzt in den Keller zurück. Wie jemand sagt, erschreck dich jetzt nicht. Okay. Ich habe jetzt. Kannst du sowas nicht sagen? Erschrecke ich doch erst recht. Hello. Is there anyone there? Nein,
Okay, ja. Was soll ich drücken? E? Warte, ich stark genug kurz, um den Tür zu drücken, die Glocke hindrück auf Space. Das ist kurz ein größtes, wenn du das Ganze entscheidest, wann du den Tür drücken möchtest, bitte. Okay. Nani? Zum Glück hast du es diesmal geschafft. Okay. So mal, das war, es könnte noch im Schatten lauern. Okay. Ja. Ich bin sowieso schon übel vorsichtig, ne? Aipucha, who pushed that door? What's happening? Ich weiß auch nicht, lass uns wieder gehen. Okay. Who's there? So klingt das also, wenn was hinter der Tür ist. Ja. Okay. Das klingt anders. Okay, aber da hat was gegengeboxt. Jetzt ist es weg. Okay, jetzt bin ich durcheinander. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Warte mal, ich habe die Sicherung. Ich wollte in den Keller. Ach Gott, ich wollte in den Keller gehen. War das hier lang? Ich glaube, ja, na, warte mal. Wir sind jetzt hier. Wir müssen da die Tür raus. Warte mal, nee, da geht's. Oh, wo ging denn das jetzt nochmal in den Keller? Jetzt bin ich völlig durcheinander gerade. Ich bin jetzt echt durcheinander. Wir waren da gerade, ne? Hinter der Tür. Ah, neben der, da doch, genau, neben der Garage. Okay, heißt, ich muss hier lang. Was ist hier für ein Bild? Okay. Ich finde das nicht so cool, was da hinter der Tür auf mich wartet. Überall. Das ist nicht so nice. Hallo? Alles, ey. Holy Macaroni. Hier war der Keller. Ob ich jetzt wirklich in den Keller gehen sollte nach der Aktion? Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist.